herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Schwarzing. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich muss mal gerade so nebenbei dann die Abrechnung für die Stadt fertig machen. Der Harry hat mir alles überwiesen gehabt und der Jürgen wollte sich, glaube ich, gerade noch mal melden. Jetzt hätte ich es gewusst. Hallo Jürgen. Hi. Wie viel Geld hast du bekommen? Also ich habe vom Harry Hofer 45,5 gekriegt. Okay, dann passt das. Okay, dann hat er mich da nicht übers Ohr gehauen. Ist ja schon mal gut. Okay, supi. Dann, ja. Dann passt. Vielen Dank. Jo. Bis dann. Tschüss. Kein Thema. Ciao. Perfekt. Okay, dann war er da ehrlich. So, warte mal, ich guck mal neben dabei drauf. Sind 7, sind 9. 9 und 7 sind 16. 16 und 10. Ach, sind 26. Moment. 26, 6, 2. Hallo? Hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo, Herr Neumann. So, einmal eine Rechnung. Für was? Also, fürs Düngen. Ah. Okay. Ihr Feld wurde gedüngt. Mhm. Das wären 1500. Okay. Schicke ich Ihnen gleich rüber. Jo. Nochmal. Überweisen. Was haben Sie gesagt? 1500. 1500. Okay. Gut, vielen Dank. Jo. Tschüss. Danke. Tschüss. So, wo ist denn jetzt dieser Bürgermeister? Das gibt's ja nicht. Der wollte doch herkommen. Der wollte doch hier kontrollieren. Wenn auf den mal Verlass wäre, ey. Ah, Moment. Ich kann ja weiter in der Zwischenzeit kurz ein bisschen rechnen. Aber warte mal. Ich guck mal gerade, ob der Jägerhof jetzt noch funktioniert. Ja, alles tut ihr hier. So, also, dann 8 und sind 12, sind 16, sind 24 und 9 sind 33, 36 und 5 sind 41, 41 und 2 sind 43. Behalte 4. 4, 9, das sind 14 und 3 sind 17 und 9 sind 26, 30, 34. So, hallo? Hallo, weißt du was heute mit dem Handy? Ob der da ist oder? Der ist auf Fortbildung, glaube ich. Schon wieder. Der kriegt so viel neue Technik, glaube ich. Wollte eine LKW zurückbringen. Ah, den kannst du einfach, da kannst du einfach den Schlüssel in den Briefkasten schmeißen. Echt? Ja, ja, der wird dann zurückgegeben. Ja, das Ding ist aber, den hat der, der Hans-Peter, glaube ich, gekauft und. Ach so. Ach so. Ah, ich werde ihn jetzt mal zum RaceX bringen und. Ja, machst mal eine Wartung und dann wird's schon gut gehen, oder? Ja. Ah, okay. Aber machen lassen. Gut, der Bürgermeister hat sich bei mir leider noch nicht gemeldet, das heißt, ich kann mit dem noch nichts vereinbaren. Der wollte eigentlich vorbeikommen zum Forst kontrollieren. Fällt mir gerade ein, habe ich dein Forst kontrolliert? Harry? Ich glaube nicht, nein. Ah, die Markierungen stehen noch rum. Ja, ja. Okay, dann komme ich da mal vorbei. Mache ich heute noch. Bis dann. Ja. Ciao. Jetzt ist er weg, der Rest. Ja. Der kommt gleich wieder. So, warte mal, dann kann ich doch hier gleich schon weiterrechnen. So, von 343.600 mal 1,3 sind da. Minus den Betrag wieder. 600.
Sinn. Alter. Ich zieh dem 100.000 ab. Oh. Ach, Mist. Alter, das hier verspult der Taschenrechner. So nochmal 3, 4, 3, 600 mal 1,3 gleich 1,3 minus 3, 4, 3, Komma, nein, ohne Komma, 600 gleich macht 103.080. 30%. Hallo? Hallo, Herr Reinhardt. Ich wollte gerade mal mit Ihnen. Ich warte eigentlich auf Sie. Sie warten auf mich? Ja, Sie wollten den Wald unten noch abnehmen. Ach, stimmt. Oh, ja. Sorry. Ich sitze ja auf dem Jägerhochsitz und warte auf Sie und keiner kommt. Ich fahre sofort los. Okay. Ich habe in der Zwischenzeit auch gerechnet, die 30%. Oh. Also, Gesamterlös war 343.600. 300 und was muss ich Ihnen überweisen davon? 103.080. Also 103.000. Ich würde Ihnen jetzt gerade die Gesamtsumme überweisen, weil der Sägewerk hat es immer bar ausgezahlt. Das ist immer ein bisschen doof. Das heißt, ich überweise Ihnen jetzt die Gesamtsumme von 343.600. Okay, und ich möchte kein Schwabe sein, deswegen bekommen Sie das. Na, sehr schön. Vielen Dank dafür. Okay, und ich fahre jetzt runter da. Ja, kommen Sie vorbei. Tschüss. Alter, hat er mich vergessen? Ey, das gibt's ja nicht. Jetzt räume ich gerade mal die Schilder wieder auf. Ups, die Markierung wollte ich sagen. Heiep. Achso. Ist halt jetzt ein bisschen komisch für euch, aber ich muss es leider so machen. So, weil ich muss hier. Ja, du. Moment. Wo ist meine Maus? So. Dum, dum, dum. Aufräumarbeiten in Schwarzing. Und dann muss man natürlich nachher auch noch beim Harry vorbeischauen. Der hat nämlich auch noch so Markierungen stehen. Da, da. Wieso habe ich denn jetzt ein Hochzeitslied im Kopf? Naja, egal. So, da hinten ist noch eins. Bin mal gespannt, was der zu den ganzen, zu dem kleinen Holzloch sagt, was da liegt. Da werde ich mir irgendwas ausdenken müssen. Oh, da war noch ein paar. So, bam, dumm. Also an der ganzen Geschichte haben wir ziemlich gut verdient. Ich weiß gar nicht, was wir überhaupt noch an den an die Stadt zurückzahlen müssen. An Kreditzinsen oder so. Irgendwie, da muss ich mich mal nochmal mit dem Bürgermeister auch auseinandersetzen. Hallo? Hallo? Das ja. Ist doch der Wald bei der 82. Ja, ist richtig. Sind ja, Sie da nicht? Bin ich. Ja, ich bin auch da. Ich entferne gerade die Markierung. Ich komme gleich. Ach so. Gut. Hallo? Da hinten sind Sie. Ah ja, da. Da sehe ich doch ein bisschen was. Oh ja. Ah. Ah. Ah.
So, über die Wurzel gestolpert. Also, Hallo. ja, die Wurzeln, die sind wichtig. Ja. Sonst erodiert der Boden. Ja. Deshalb haben wir auch überall die Baumstümpfe drin gelassen. Das ist gut. Was nicht so, was ich sie fragen wollte oder mich was gestern. Ja, hier sieht man es. Das ist. Ist schon Ah, deutlich okay. heller geworden, gell? Ja. Das ist nicht mehr so ein Teppich. Ja. Haben sie gut gemacht. Gut. Und gute Arbeit muss man belohnen und deswegen gibt es ein kleines Trinkgeld. Och, das ist ja sehr nett von Ihnen. Sie sammeln gerade wieder Bonuspunkte als Bürgermeister, muss ich echt sagen. Vielen Dank. Dafür gehe ich Bitte heute Abend sehr. einen trinken. Machen Sie das. Ja. Okay, damit, also ich habe noch einen Auftrag. Ich muss beim Harry nochmal einen Forst, den er abgewirtschaftet hat, kontrollieren. Und danach sind wirklich meine Forsttätigkeiten eingestellt. Gut. Und dann müssten wir mal gucken. Ich hätte auch noch eine Frage. Wissen Sie noch, was ich eigentlich der Stadt schulde? Ich glaube, das waren 47.500. Weil das Grundstück kostet ja 67.500 und 20.000 haben sie bereits gezahlt. 47,5, stimmt, da steht was. Da haben Sie recht. Dann würde ich Ihnen das auch mal gerade überweisen. Dann, ich mag es dann, wenn ich so viel Schulden habe, wissen Sie. Das ist gut. 47,5. So. Das ist fein. Danke. Bitteschön. Bedanke ich mich bei Ihnen. Ja, sehr gerne. Dann Für sieht es bei Ihre Ihnen hoffentlich auch wieder ein bisschen besser außerordentliche aus. Arbeit. Ja. So, dann kann ich Mir da ist nämlich gut. auch einen großen Haken dran machen. Ich habe nur mal eine Frage. Ja. Ich habe gehört, dass Sie und der Harry Hofer, ich sag jetzt mal, ein bisschen Streit hatten, beziehungsweise dass der Wessex da was ermittelt. Nee, nee, nee. Nee, alles gut. Okay. Nö, nö. Wir hatten keinen Streit. Ich wollte nur wissen, Ach ob es so. ein ehrlicher Junge ist, wissen Sie? Deshalb habe ich gedacht, schauen wir Ach mal. so. Ja, ich habe da nur so Sie wissen ja, Sie wissen ja, wie es ist. die richtige Zahl. Vertrauen ist gut, Ja. Kontrolle ist besser. Stimmt. Und es geht halt, geht ja in der Forstwirtschaft nicht um ein bisschen Geld, wie Sie gerade gemerkt haben. Nee. Ja. Okay. Gut, Dann dann tschüss. schönen Tag noch, gell? Ja, Tschüss. bin ebenso. Also warte, ich muss den. Ne, den LKW habe ich weg. Ja, tschüss. Tschüss. Ich hatte noch keine Gülle gesprüht hier. Ne, sieht nicht so aus. Warte mal, wo laufe ich denn immer? Ah, in falsche Richtung. Die Richtung will ich. Ah, nee, ich muss ja die Schilder noch entfernen. Eieiei, völlig durch den Wind. Gut. Ah, nee, warte, Moment. Das ist eines der falschen. Garage, ganz nach hinten. Ziemlich weit nach hinten. Muss ich gerade in den richtigen Forst. Das ist nämlich jetzt das beim Harry. Das muss man nachher noch machen. Hier sind wir. So, ist ja so einfach gegangen, den Bürgermeister davon zu überzeugen, dass die Wurzeln hier drin notwendig sind. Ich muss echt sagen, der hat von Tuten und Blasen keine Ahnung. Natürlich muss das Wurzelwerk raus, könnte ja auch verfaulte Bäume dabei sein. Würde ich jetzt behaupten. Aber so ein bisschen Totholz schadet auch nicht. Aber meine Tätigkeit ist hier zumindest dann erledigt. Da noch einer. Da ist auch noch einer. So, ich glaube, das sieht ziemlich gut aus. Sind, glaube ich, alle Markierungen weg. Okay, gut. Gut, dann kann ich gerade mal rüberfahren. Laufen. Ah, schon wieder falsche Richtung, ey. Hinten müsste mein Hof sein.
Gut, wir haben jetzt noch 120.000. Ich rufe mal gerade den Harry an. Hallo? Hallo, hä? Hä? Achso, Telefon, oder? Ich hab seine Mailbox-Anzeige, die geht mir langsam auch auf den Geist. Hallo? Ja. Hallo, Harry. So, warte, Achso, warte mal. Da muss ich. Ich lass gerade mal mein Auto ein bisschen warm laufen. So. Also, warte mal. Aha. Ah. 1, 2, 3, 4. Also, ich habe jetzt meine Prozente von der Stadt gekriegt. Hallo? Ja. Ah. Wir haben am Anfang davon gesprochen, dass wir 50-50 machen. Also, dass wir halbe-halbe machen von dem, was ich verdiene. Jetzt hast du aber schon einiges weniger an Ladungen weggefahren wie ich. Ja, ja, stimmt. Ah, ich würde dir von der Geschichte, würde ich dir 20, also ich habe ungefähr 100.000 gekriegt. Was hältst du, wenn ich dir 20.000 dafür gebe? Für die drei Fahrten, die du gemacht hast. Wie lässt du fahren, Junge? Ich? Insgesamt in der letzten Zeit habe ich zwei. Oh, warte, ich muss 1, 2, 3, 4, 5. Ah, Moment, jetzt. Moment, ja, jetzt bin ich durcheinander. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 habe ich. 7? Hm. Ja, ja, wir haben ihn noch. Ist dann okay? Harry? 25 da. Ja, ist auch okay. Dann schicke ich dir 25 rüber. Okay. Okay, gut. So, dann morgen kannst du bei mir vorbeikommen und mal im Wald. Ja, das da komme ich auf jeden Fall vorbei. Bis morgen. Bis morgen. Ciao. Ciao. So, liebe Leute, also morgen Harrys Auftrag, den Wald sauber zu machen. Mal zu kontrollieren, ob er richtig abgeerntet hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen. Haut rein, macht's gut. Ciao.